Intro. Naja, vielleicht doch in den Hof. Hallo, halli, liebe Freunde der Blasmusik. Heute bin ich mal im Bad. Ja, da war ich noch nie, oder? Oh ja, einmal war ich schon hier. Hab mir gedacht, bin ich heute wieder mal im Bad. Ja, so machen wir das. Coronavirus, Zahlen und Fakten von Österreich, von und zu überhaupt. 13.08.2020 stand 16 Uhr. Positiv getestete Personen 22.649, das sind plus 112. Insgesamt durchgeführte Testungen 991.508, das sind plus 8.490. Aktive Fälle 1.523, das sind plus 76 inklusive Spital. Verstorbene 713, im Spital ohne Intensiv 92, das ist minus 1. Und auf der Intensiv 22, das ist minus 3. Ja, so schaut das aus. Hier stehe ich hier also im Schreck. Ich muss meine Nase bohren. Ihr wisst, bei Corona darf man dazu nicht, aber ich mache das trotzdem, denn ich bin eh alleine. Nachher werde ich mich höchstpersönlich deskomplifizieren. Ja, heute ist ein warmer Tag. Es ist ein warmer Tag, umgangssprachlich auch Hundstag genannt. Wir sind aufgestanden, und zwar schon lange bevor wir eigentlich müssten, mindestens eine halbe Stunde zu früh, obwohl wir gestern sehr pünktlich im Bett waren. Ihr wisst ja, wir haben dieses Projekt weniger essen, mehr schlafen. Das weniger essen funktioniert so mittel, könnte man sagen. Ich habe heute ein kleines Brötchen gefrühstückt und dann habe ich eigentlich nur ein kleines trockenes Brötchen zum Magenfüllen gemacht. Beim Familienessen hat es diese Fisolen mit Kartoffeln gegeben und da haben wir das Problem, ich habe zwar die Kartoffeln nicht gesalzen, aber die Fisolen, die sind schon ziemlich lecker. Wollt ihr einen authentischen Stand des Gewichts? Oh, und zwar mit der Kamera. Ich muss nur die Waage wieder gegen Null drehen, denn wir haben so ein Kind, das hat das Bedürfnis, die Waage immer zu verstellen. Schauen wir mal. 89,5. Ein halbes Kilo habe ich schon abgenommen. Na bitte, hat ja super funktioniert. Ja, Nachtisch ein Stückchen Leberkäse, aber wirklich ein Stückchen, wir reden von ganz wenig, und zwei ohnegleichen. Tja, und Tomate. Klar. Schauen wir mal, was heute noch passiert. Ich bin sehr erschöpft. Ich habe eine ausgesprochen ungute Nacht. Ich hab gerade einen Chikatobe über das Schlafen gesehen. Und wenn man dem glauben darf, dann mache ich alles, aber keinen Tiefschlaf. Also ich träume, ich mache Leichtschlaf, aber Tiefschlaf. Ja. Der Baumeister war da. Ja, Pläne müssen nachkorrigiert werden, allerdings nicht besonders viel, nur ein paar Kleinigkeiten. Und das machen wir jetzt. Also morgen wahrscheinlich, vielleicht morgen. Guck mal, dann schicken wir es wieder und schauen mal, was die Stadt sagt. Ja, total neue Informationen bezüglich Energieausweis. Angeblich brauchen wir jetzt doch nicht, weil Nebengebäude, nicht Hauptgebäude, niedrige Temperatur. Nein, schon. Würde mich ja sehr freuen, wenn wir einen Zettel weniger brauchen. Und dann schauen wir mal, ob das genehmigt wird und dann müssen wir noch Brandschutzmauer machen und Brandschutztüren so. Spannend. Was habe ich gemacht? Ich habe heute sehr wenig, also die letzten Futzel Computerarbeit habe ich gemacht, dann war es aus, keine Computerarbeit mehr offen. Ich habe die neue Warnwand im neuen Büro jetzt eingerichtet. Also ich habe das ja schon einmal so mit den Kabeln so ungefähr gemacht und dann sind halt immer wieder Dinge aus dem alten Büro nachgekommen und Waren wurden verkauft und andere wieder eingekauft und hin und her, Saustall. Habe ich jetzt richtig gemacht? Es gibt sogar ein kleines Fach für Kundengeräte, die da warten auf die Abholung, die dann nie abgeholt werden. So ist das. Ja, dann habe ich Lego gebaut und Lego-Teile gesucht. Der Wenzel hat auch sehr viele Lego-Teile gesucht und die Lisa hat sehr viele Lego-Dinger zerlegt. Das ist super, weil zerlegen hasse ich ja von uns überhaupt. Ich glaube, die werde ich mal über den nächsten Schaufelradbagger, sage ich auch schon, Schaufelradbagger, über den nächsten Schaufelradbagger werde ich die drüber jagen, über den 42055. Da habe ich ja vier davon oder so. Ja, ich war im Kindergarten und habe diverse Light and Sound Dinge aufgebaut und reingestellt und festgestellt, welche Teile fehlen und Ding. Und aus Malaysia, die Teile sind schon da, aber sowas von und zu schnell. Die sind mit Turbo. Ja. Und jetzt schreibt mir die Kamera gerade, gleich wird der Akku sich in Rauch auflösen. Deshalb werde ich das jetzt sehr kurz, halt mir gar nicht mehr lang herumreden. Lassen wir es heute mal bei 5 Minuten. Ich zähle noch 17, 16, Scherzel. Morgen ist ein
heißer Tag, schätze ich mal. Ich habe noch nicht zu streichen begonnen. Ich wollte eigentlich diese Bretter für das Haus weiter streichen. Und ich habe sogar eine Firma gefunden, wo man Hebebühnen ausborgen kann. Da könnte man die dann raufschrauben. Ja, lauter schwierige Sachen. Schauen wir mal. Nur kein Stress. Immer mit der Ruhe. Man müsste ja auch oben noch den Baustein. Also, bis später, bis dann, bis irgendwann drüben im Erdlkindergarten.